So, liebe Freiburger Bürgerinnen, jetzt bin ich an dem Endpunkt meines Neujahrsspaziergangs und gleichzeitig damit an dem Ort, wo ich mein erstes Bett hier in Freiburg gefunden habe und an dem Ort, wo mein Bett zurzeit steht. Der rechte Teil sehen Sie, da haben die Stadtoffiziellen den Namen Oase draufgeschrieben. Ich bin jemand, der in dem reformierten Bildungssystem der 70er Jahre aufgebildet worden ist. Und von daher, die Bedeutung des Wortes Oase hat ganz, ganz viele Aspekte, die nichts, aber auch gar nichts mit dem zu tun haben, was da zumindest in den Etagen der Notübernachtung passiert. Für uns ist das in unserer Diktion das Haus Hölle 1 der beiden Residenzen, Dieter Salomon, Hölle 2 ist die Stadthalle. Und der linke Flügel, den Sie da gesehen haben, in dieser Flügel ist das Erika Kramer Haus, ein Aufnahmehaus, was vom Caritas betrieben wird, in dem ich jetzt von halt seit Anfang November leben darf und wo ich mich Anfang Februar wieder verdrücken muss. Und dieses Haus ist so schön, dass das bei uns heißt der Himmel. Und manchmal denke ich, das ist sogar noch viel, viel schöner als der Himmel, weil die Menschen, die da arbeiten, die für uns Engel sind, sind festangestellte Engel mit geregelter Arbeitszeit und ich glaube nicht ganz so schlechtem Gehalt. Okay, nun wissen Sie, da oben im vierten Stock ist mein Zimmer. Ich habe also schönen Blick auf die Geschehnisse hier in der Hölle 1. Und damit ist unser ganzes politisches Engagement hier in der Stadt angefangen, dass wir zu der Meinung gekommen sind, dass die Lebensbedingungen von Wohnungslosen hier in Hölle 1 und Hölle 2 einzigartig elend sind im Vergleich zu dem, was uns aus anderen Städten, zum Beispiel Berlin, Bochum und Berlin, Osnabrück bekannt ist. Und wir haben die Hoffnung, dass das Polittheater, was wir die letzten Monate hier in dieser Stadt versucht haben zu veranstalten, jetzt in den ersten Wochen des neuen Jahres möglichst rasch dazu führt, dass wir zumindest von Teilen der politischen Elite dieser Stadt anerkannt werden in unserer Expertise, was die Lebenssituation von Wohnungslosen in den Notübernachtungen der Stadt angeht und dass wir da zu Gesprächen auf Augenhöhe kommen und dass sich damit die Bedingungen hier, und die sind nicht nur elend für die Bewohner, die sind genauso elend für die Mitarbeiter und auch elend für die Polizisten, die hier immer wieder auflaufen müssen. Okay, ich hoffe, ich kann bald darüber berichten, dass wir da in einen Dialogprozess kommen, der zu einer schrittweisen Verbesserung der Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen der uns am Herzen liegenden Freiburger kommt. Ich bin erst seit Ende August in der Stadt und sage allen, die sich hier in dieser Stadt engagieren, sei es als Unternehmer, sei es in den politischen Parteien, sei es in den ganzen Zivilorganisationen, sei es einfach durch Nettigkeit auf der Straße. Ich bin Ihnen ganz, ganz herzlich dankbar. Ich kann mit nahezu Sicherheit sagen, dass ich die nächsten 37 Jahre meines Lebens im Wesentlichen hier verbringen werde. Und ich werde mir alle Mühe geben, dass, sagen wir mal in der Größenordnung, 50.000 von Ihnen mir am 22. April 2018 Ihr Vertrauen schenken. Lieben Dank und Ihnen einen guten Beginn im neuen Jahr.